Vor ungefähr zehn Jahren wurde festgestellt, dass das Eisen, was wir auf dieser Erde haben, aus dem äußeren Universum kommt. Also auf die Erde geschleudert ist durch Explosion. Das wurde im letzten Jahrzehnt festgestellt. Der Koran sagt nicht, wir haben das Eisen erschaffen, wir haben das Eisen wachsen lassen auf der Erde. Der Koran sagt, wir haben das Eisen herabgesandt. Da sollte sich jeder darüber Gedanken machen, ist das das Wort von Gott? Und wenn er nicht damit einverstanden ist, man sollte trotzdem forschen. Man kann Islam hinterfragen, man soll kritisch fragen, sich Gedanken machen, kein Problem. Und ich gebe jedem noch den Tipp, wie gesagt, warum ich hier hingekommen bin. Und ich sage das ganz offen. Allah sagt im Koran, in Surah 3, Vers 85, sagt er, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ الْخَاسِرِينَ. Das heißt, wer eine andere Religion als den Islam wünscht, sie wird von ihm am jüngsten Tag nicht angenommen werden und er wird zu den Verlierern gehören. Und das heißt Hölle.